Frau Karsten, kommen Sie mal bitte. Hallo, Frau Pressler. Hallo, Frau Karsten. Herr Mortius erwartet Sie schon. Vielen Dank. Hallo Mama, hier ist Tim. Hallo Tim, schön, dass du anrufst. Wie geht es dir, mein Schatz? Alles im grünen Bereich. Sag mal, du hörst dich irgendwie komisch an. Ist alles in Ordnung bei dir? Ja, schon. Naja, es ist wahrscheinlich nicht so wichtig, aber heute im Büro ist mir ein Schriftstück in die Hände gefallen, auf dem ein seltsamer Name stand. Silent Warrior oder so. Silent Warrior? Ja, lautloser Krieger. Dabei ging es um eine riesige Summe Geld. Was wollen Sie von mir? Nein! Das Ding ist los! Mama? Sollen wir nicht lieber mitkommen? Nein, das dauert zu lange. Ich muss sofort los. Irgendetwas ist mit meiner Mutter passiert. Aber meinst du nicht, wir sollten... Ich rufe euch an. Das bringt mich nicht weiter. Warum halten Sie mich hier gefangen? Damit werden Sie nicht durchkommen! Die Polizei sucht sich ja schon nach mir! Mama? Deine Mama ist jetzt bei uns. Wenn du sie wiederhaben willst, kostet das eine Kleinigkeit. Die Summe beträgt 100.000. Den Übergabeort geben wir dir noch bekannt. Und noch was, keine Polizei. Zuerst will ich mit ihr sprechen. Was soll ich nur machen? Guten Tag. Ich muss ganz dringend Herrn Mortius sprechen. Ist er da? Wer bist du denn überhaupt? Es geht um meine Mutter, Susanne Karsten. Sie arbeitet für Herrn Mortius. Es tut mir leid, Junge, aber Herr Mortius ist zurzeit unterwegs. Soviel ich weiß, ist er heute Nachmittag wieder da. Verstehe. Okay, ich komme heute Nachmittag wieder. Vielen Dank. Was macht ihr denn hier?
Tim? Naja, wir dachten, dass du vielleicht deine Freunde brauchen könntest. Sie wurde entführt? Aber warum sollten sie deine Mutter entführen? Normalerweise suchen die sich doch wohlhabende Familien aus. Und dass bei euch nichts zu holen ist, das müssten die doch wissen, oder nicht? Ja, ich verstehe das auch nicht. Sag mal, Tim, deine Mutter hat doch diesen Silent Warrior erwähnt. Könnte das eine Spur sein? Ja, vielleicht ist das ein Anhaltspunkt. Wir müssen mit Mortius sprechen. Lasst uns zur Neuzeitchemie fahren. Herein. Tim! Wie schön! Der kleine Sohn von Frau Karsten. Das ist vielleicht eine Überraschung. Wie geht's dir, Tim? Naja, Kleinen trifft's wohl nicht mehr. Es tut mir leid, dass wir hier so reinplatzen. Aber es ist wirklich sehr dringend, Herr Mortius. Meine Mutter ist entführt worden. Was? Was sagst du da, Tim? Der Entführer hat sich bereits mit mir in Verbindung gesetzt. Er fordert ein Lösegeld. Von 100.000 Euro. Oh mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Habt ihr denn schon die Polizei verständigt? Nein, das haben wir nicht. Der Entführer hat gedroht, ihr was anzutun, wenn wir die Polizei einschalten. Tja, dann... Aber was habt ihr jetzt vor? Kannst du denn das Lösegeld bezahlen, Tim? Natürlich nicht. Herr Mortius, hat meine Mutter ihn gegenüber Silent Warrior erwähnt? Silent Warrior? Was soll das sein? Das wissen wir auch nicht. Kurz bevor meine Mutter entführt wurde, hat sie diesen Begriff auf einem Zettel gelesen. Tut mir leid, Tim. Aber damit kann ich nichts anfangen. Fällt Ihnen vielleicht sonst etwas ein, das uns weiterhelfen könnte? Ich fürchte nicht. Leider nein. Haben Sie trotzdem vielen Dank, Herr Mortius. Warte, mir fällt doch was ein, Tim. Wie wär's damit? Ich gebe dir die 100.000 Euro Lösegeld. Was? Das würden Sie tun? Wie soll ich Ihnen eine solche Summe je zurückzahlen? Bitte mach dir keine Gedanken. Außerdem bin ich sicher, dass ich das Geld bald wieder habe. Ich danke Ihnen, Herr Mortius. Vielen Dank. Ihr könnt auf mich zählen. Morgen Mittag steht das Geld für euch bereit. Das hätte ich nicht erwartet. Was riecht denn hier so lecker? Hier gibt es bestimmt eine Kantine. Lasst mich mal schnell durch. Klößchen! Mein Gott, wo hat er plötzlich diese Energie her? Ich glaube, für ein leckeres Essen würde er auch einen Marathon laufen. Ja, wenn der mal Schokoladenpudding gerochen hat, ist er nicht mehr zu halten. Besser, wir gehen ihm nach. Oh, Mist! Ich hab die Essensherde verloren. Oh, was ist denn das? Da bist du ja, Klößchen. Psst. Es funktioniert, Martin. Wir haben es geschafft. Das heißt, Silent Warrior kann endlich ausgeliefert werden. Und für uns, Schwesterherz, beginnen goldene Zeiten. Hey, wartet mal. Die beiden kenne ich doch. Die waren heute Morgen bei Mortius in der Villa. Pressler und Dramm steht auf ihren Anzügen. Merkt euch die Namen. Ah, eine Maus! Eine Maus! Ah, ah. Sei still! Leise! Ah, hier steht's.
Edith Pressler und ihr Bruder Martin Dramp sind Wissenschaftler bei der Neuzeitchemie und zuständig für die Entwicklung von Düngemitteln. Silent Warrior soll etwas mit Düngemitteln zu tun haben? Das glaube ich nicht. Warte mal einen Moment, ich gebe den Begriff mal in die Suchmaschine ein. Silent Warrior. Da gibt es mehrere Treffer. Ein asiatischer Kampfsportler? Eine Popband? Der Titel eines englischen Romans? Na hier, das müsste es sein. In diesem 6 Monate alten Artikel taucht der Begriff Silent Warrior im Zusammenhang mit chemischen Kampfstoffen auf. Das würde ja bedeuten, dass Neuzeitchemie Kampfstoffe herstellt. Das klingt plausibel, findet ihr nicht? Also, glaubst du etwa, dass Morzius damit drinsteckt? Das kann ich mir nicht vorstellen, Klößchen. Vielleicht ziehen Pressler und Dramp hinter Morzius Rücken ihr eigenes Ding durch. Das müssen wir herausfinden. Aber was hat deine Mutter damit zu tun, Tim? Wenn Sie Ihre Mutter lebend wiedersehen wollen, hinterlassen Sie 100.000 Euro morgen Mittag im Fellgerberviertel im Sudfreihaus. Das waren die Entführer. Wir sollen die 100.000 morgen um Mitternacht im Sudfreihaus im verlassenen Fellgerberviertel deponieren. 2 Tage später lassen sie meine Mutter frei. Warum denn erst 2 Tage später? Das weiß ich auch nicht. Aber ich werde das Geld hinbringen. Und ich gehe mit. Ich lass dich da doch nicht allein hingehen. Wir werden Folgendes tun. Klößchen, du beschattest Edith Pressler. Und du, Karl, Martin Dramp. Vielleicht finden wir so etwas heraus. Lassen Sie mich endlich frei! So reden Sie doch mit mir! In diesem Koffer sind die 100.000 Euro. Ich danke Ihnen, Herr Morzius. Schon gut, Tim. Die Hauptsache ist, dass wir deine Mutter gesund zurückbekommen. Und pass auf dich auf. Das ist echt ein komisches Gefühl, mit so viel Geld rumzulaufen. Das ist wirklich viel. Dein alter Chemiebaukasten taugt tatsächlich noch was. Gut, dass deine Mutter ihn nicht weggeworfen hat, als du zu uns aufs Internat gekommen bist, finde ich. Oh, Karl, was hast du denn jetzt wieder vor? Wenn ich mich recht erinnere, wird eine Aufgabe im Rahmen unseres Chemietests nächste Woche darin bestehen, eine Flüssigkeit zu entwickeln, die augenscheinlich... Kannst du diesen blöden Chemietest nicht mal für 5 Minuten vergessen? Wir haben wirklich Wichtigeres zu tun. Die für das bloße Auge unsichtbar ist, aber unter bestimmten Umständen sichtbar. Hä? Willst du, dass wir uns verkleiden? Jetzt wart's doch mal ab. Jetzt sieh genau hin. Schön, ein Kreuz. Na und? Hä? Toll! Wow! Die Markierung wird nur durch die Sonnenbrille sichtbar. Genial! Du willst die Scheine markieren, stimmt's? Und wenn wir Glück haben, kann der Entführer dadurch entlarvt werden. So machen wir's. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ja! Hier ist alles ruhig. Außer, dass mein Magen knurrt. Edith Pressler hat die Wohnung nicht verlassen. Und wie sieht's bei euch aus? Hier ist auch alles ruhig. Ich muss aufhören. Er fährt jetzt weg. Ende. Schafft mich. Sind wir hier nicht im Fellgerberviertel? Das gibt's doch nicht. Hinterher!
machst du denn hier, Karl? Was schon? Ich bin Dramp bis hierher gefolgt. Dramp? Ja. Oh nein, jetzt komm schon, du blödes Ding. Los doch! Dramp? Karl, Dramp ist hier gerade vorgefahren. Wo bleibst du denn? Ich denke, du bist ihm auf den Fersen. Halt die Stellung, Klößchen. Wir kommen zu dir. Wer? Wir? Hä? Das ist sein Wagen. Dramp und Pressler haben also meine Mutter entführt. Sie ist ihnen bei Silent Warrior auf die Schliche gekommen. Aber wieso haben sie dann überhaupt Lösegeld verlangt? Das macht keinen Sinn. Das weiß ich auch nicht. Wir müssen einfach weiter an ihnen dranbleiben. Sollten wir jetzt nicht langsam mal die Polizei einschalten, Tim? Nein, noch nicht. Ich will kein unnötiges Risiko eingehen. Und jetzt? Da kommen die beiden und sie haben den Geldkoffer dabei. Wir müssen sie verfolgen, die bringen uns bestimmt zu meiner Mutter. Also dann, los! Meine Schokoriegel! Weiter! Oh nein! Los! Silent Warrior! Geh schon auf! Mama! Teufel ist hier los, Dramp. Jetzt ist Schluss mit dem Theater. Ich hau ab. Vergiss es. Das wirst du nicht. Oh nein, das Gift. Tim. Gott sei Dank. Die Aufklärung des Falls wird noch eine Weile in Anspruch nehmen, fürchte ich. Wahrscheinlich gibt es noch einen weiteren Täter, den Boss, der hinter den Kulissen die Fäden in der Hand hält. Und was ist mit dem Lösegeld? Haben Sie das schon gefunden? Nein. Davon fehlt uns leider noch jede Spur. Dramp und Pressler haben Tims Mutter also nur deswegen entführt, damit sie nicht über Silent Warrior auspacken kann?
Ja, danach sieht es aus. Wie auch immer, heute Abend wird auf jeden Fall erstmal gefeiert. Jetzt reiß dich zusammen, Klößchen. Das Restaurant, in das uns Herr Mortius heute Abend einladen will, ist bestimmt piekfein. Na und, Karl? Herr Mortius kann sich auf was gefasst machen. Du wirst deinen Appetit etwas zügeln. Wir schulden dem Mann noch 100.000 Euro. Trinken wir darauf, dass deine Mutter wieder bei uns ist und gesund aus den Händen der Entführer befreit werden konnte. Und Tim, auf den Mut und die Hartnäckigkeit, die du und deine Freunde bewiesen haben. Und Ihnen noch einmal tausend Dank, dass Sie das Lösegeld für uns bereitgestellt haben. Wir hoffen, dass es bald wieder auftaucht und auch der Drahtzieher geschnappt wird. Aber sicher, Tim. Und nun lasst uns alle anstoßen. Ihre Rechnung, Herr Mortius. Was ist denn? Tim, zieh dir die Scheine an. Ach, übrigens, Herr Mortius, Sie brauchen sich keine Sorgen mehr, um Ihr Geld zu machen. Wir haben es inzwischen gefunden. Der gute alte Trick. Die unsichtbaren Farbmarkierungen. Ich glaube, das wird Herrn Mortius jetzt umhauen. Sie konnten den Hals wohl nicht vollkriegen. Die Idee mit der Markierung war klasse, Kinder. Wir haben den Koffer mit dem Lösegeld übrigens bei Mortius gefunden. Trump hat ihn gleich nach der Lösegeldübergabe zu Mortius zurückgebracht. Dann war tatsächlich er es, der die Idee für die Entführung hatte? Richtig. Er war der Mann im Hintergrund. Er musste schnell handeln, nachdem sie das Schriftstück über Silent Warrior gefunden hatten. Mortius hat uns ganz schön lange an der Nase herumgeführt, oder? Aber wenigstens hat er uns zum Essen eingeladen. Das darf doch echt nicht wahr sein, Klößchen. Du hast ein wildes Tier im Magen und es hat wieder Hunger. Ha 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 ha